Dr. Markus Kralls bürgerliche Revolution wäre die größte Gefahr für die Menschheit überhaupt. Es würde alles Zerstörerische noch krasser, noch schlimmer machen, als es bisher schon ist. Wie ja Professor Christian Kreis bei KenFM richtig gesagt hat, sieht sogar der Papst, dass der Kapitalismus, die soziale Marktwirtschaft extrem zerstörerisch ist. Die gesamte Umweltzerstörung schildert er, die gesamte Zerstörung unserer Welt sozusagen durch die soziale Marktwirtschaft. Nur, dass der Papst halt keine Idee hat, wie man das Problem lösen könnte. Das haben eben ja leider nur die zweiten Scientists for Future 2, aber eben die Neoliberalen sind völlig antinaturwissenschaftlich und völlig naiv in ihrer Verherrlichung des mörderischen Kapitalismus. Also der Papst kann das verstehen, Professor Christian Kreis kann das auch verstehen, Dr. Markus Krall kann das nicht verstehen offensichtlich. Ja? Das heißt also hier, Professor Christian Kreis schildert auch, wie zum Beispiel die kapitalistische Pharmaindustrie, ja, wie sie also Kinder regelrecht getötet hat wegen der Profitmaximierung. Hier, das Geld wiegt eben im Kapitalismus 1000-mal mehr als die Menschen. Ja? Also es geht nur um Profitmaximierung. Im Zweifelsfalle lässt man dann die Menschen über die Klinge springen, wenn das geht. Und das Beispiel mit der Pharmaindustrie, das könnt ihr euch ja bei KenFM anschauen. Das ist ein spezielles Medikament, das systematisch Kinder in den Selbstmord getrieben hat. Und die Firma hat das genau gewusst, aber sie hat halt damit riesiges Geld verdient und hat sich dann halt eben nicht dafür interessiert, wie viel tausende Kinder dadurch in den Selbstmord geraten sind. Schauen wir es uns nochmal ganz kurz an hier. Hier haben wir einen Pharmakonzern, der nicht alles auf den Markt bringt, egal ob es die Leute krank macht, tablettensüchtig macht, zu Selbstmorden treibt oder was auch immer. Und wer das nicht auf den Markt bringt, der geht pleite, weil er einfach nicht so viel verdient wie die Konkurrenzfirma, die eben mit allen Tricks dafür sorgt, sozusagen, dass ihr Schrott, ihr Pharma-Schrott sozusagen, ganz teuer auf den Markt kommt und dabei sozusagen ja Heilsversprechen gemacht werden, die durch nichts gehalten werden können und so weiter. Diese Art Pharmakonzern, also wie gesagt, immer muss euch immer klar sein, niemand macht das absichtlich, sondern dieser Pharma-Mensch hier sozusagen mit seiner Firma, der glaubt daran, dass seine Medikamente wirklich ein Segen und eine Rettung für die Menschheit seien. Es ist nur in Ausnahmefällen wird das ganz bewusst und betrügerisch gemacht. Also werden die Leute ganz bewusst geopfert und umgebracht. Ja? Die meisten Menschen wollen selbst gut Menschen sein und wollen sich selbst als gut sehen. Und dazu hilft dann im Kapitalismus ist es quasi der segensreiche Irrtum, dass man selbst glaubt, dass ein Medikament, das in Wirklichkeit Millionen Menschen kränker macht und umbringt, dass es sozusagen total gesundheitsförderlich sei. Und wenn man diesen Irrglauben hat, also diesen gewinnbringenden Irrtum im Kopf hat, dann macht man so richtig Milliardengeschäfte und baut ein Pharma-Imperium auf. Ja? Also wie gesagt, niemand meint es böse im Kapitalismus. Das Schlimme ist, dass das System böse ist. Und sozusagen jeden, der sich irrt und der zufällig auf einen gewinnbringenden Irrtum gestoßen ist, an den er glaubt, der wird total reich und erfolgreich und kann seinen gewinnbringenden Irrtum die gesamte Menschheit einer Gehirnwäsche unterziehen mit seinem gewinnbringenden Irrtum und wird dadurch der Begründer einer riesigen Wirtschaftsdynastie. Während jeder, der bei der Wahrheit bleibt, weil er zufällig keine gewinnbringenden Irrtumsmeme einfallen, der stirbt aus, weil er von dem immer aus konkurriert wird und im Wettbewerb
gnadenlos verdrängt wird und zum Aussterben gebracht wird. Ja? Oder zum Beispiel der Papst sieht ja auch die riesige Kriegsgefahr, also hier im Kapitalismus, dass eben die Menschen im Krieg sterben, spielt doch keine Rolle. Geld ist viel wichtiger im Kapitalismus. Es geht um Profitmaximierung und so weiter. Weil nur wer über Leichen geht, kann überleben. Der hier, also noch einmal die Grundgeschichte. Dem fällt kein unwahres Irrtumsmeme ein, kein gewinnbringendes Irrtumsmeme. Er erzählt, wie die Gruppen, die Kommunen sich liebevoll besuchen. Und der hier, dem fällt aber irgendwie, fällt ihm ein gewinnbringendes Irrtumsmeme zu. Vielleicht, weil er die Sprache nicht versteht. Er versteht die Geschichte als einen gewaltsamen Überfall, wo die eine Gruppe die andere nachts totgeschlagen hat in einem heimtückischen Überfall. Und dieses Irrtumsmeme wirkt als Gehirnwäsche auf seine Kunden. Die bekommen Angst und kaufen Waffen und denken darüber nach, in Präventivgruppen die Nachbargruppen zu töten. Ja, und das ist Kapitalismus, das ist soziale Marktwirtschaft, das ist das, was Dr. Markus Krall uns allen noch um den Faktor 100 verstärkt bringen will mit seiner bürgerlichen Revolution. Also Dr. Markus Krall ist also für die Menschheit die größte Gefahr, die wir haben. Also er kämpft dafür, dass unser Wirtschaftssystem noch tausendmal mehr über Leichen geht, als es im Moment tut, wo wir alles versuchen, um dieses teuflische System zu regulieren, so gut es geht, wo die Politiker viele Regularien einbauen, damit das nicht ganz so mörderisch wird und dass wir nicht ganz so schnell umgebracht werden durch dieses mörderische System. Aber Dr. Markus Krall möchte den als Libertärer und Neoliberaler diesen grausamen Kapitalismus und Friedrich Merz, da steht zu befürchten, dass er so ähnlich denkt, dass er, weil er ja keine Ahnung von der Schädlichkeit, also Dr. Markus Krall meint das ja nicht böse, sondern ihm fehlt das wissenschaftliche Wissen der zweiten Scientists for Future 2 darüber, wie gefährlich diese Marktwirtschaft ist. Und gut gemeint ist schon halb ermordet. Also gut gemeint ist schon halb die Menschheit umgebracht. Ne? Alles klar. Gut gemeint ist das Gegenteil von gut getan. Tschüssi.